Ja, es ist wirklich so, ja, schön, dass ihr da seid. Ich wünsche mir, dass ihr euch noch vermehrt, aber bitte jetzt sitzen bleiben. Aber wir haben uns eigentlich mal vorgenommen, dass wir heute ein bisschen weniger über Fußball reden, weil das ist eigentlich sonst das Thema, über das wir hauptsächlich reden. Wir gehen ja auch zusammen ins Stadion und alles. Wir können ja ein bisschen über vorgestern reden. Über vorgestern können wir überhaupt nicht reden. Ich weiß gar nicht, was da war. Ich kenne dieses Alesia nicht. Und wir reden schon über vorgestern, auch über gestern und da war sicherlich auch über heute und ich würde auch ein bisschen gerne über morgen reden. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mit dir mal auf dieser Ebene zu kommunizieren. Das machen wir ja sonst etwas informeller, aber es ist schön. Ich habe mich dann auch nochmal, hatte das Vergnügen, mich auch nochmal ein bisschen mit deinem Oeuvre beschäftigen zu können, was ja sowieso, seit wir uns kennen, und das ist seit 1993, seit wir kennen auch anders, sowieso gemacht habe, habe dann festgestellt, dass es tatsächlich einen Film in der Retrospektive gibt, den ich nicht kenne. Da musst du dann ganz viel erzählen. Ich glaube, es ist auch einer, der dir am Herzen liegt, Stunde des Lichts. Ich weiß auch nicht, ob wir nur die Retrospektive durchgehen wollen oder nur dein Leben oder nur die Filme, die nicht in der Retrospektive laufen, weil die in der Retrospektive laufen, können ja alle sehen. über ganz viele tolle andere, weil es sind so viele Filme, die hätten wir natürlich jetzt hier von Dienstag bis Sonntag durchgucken können, wenn wir alles geguckt hätten. Das hätte sich in ganz, ganz vielen Fällen wahnsinnig gelohnt. So. Aber was sich noch mehr lohnt, ist dir zuzuhören, nicht mir. Ich werde auch gleich dir die Gelegenheit geben. Also freue mich sehr. Ich dachte, wir machen zwei oder drei verschiedene Phasen. Also wir reden schon ganz kurz, auch nur kurz über dein Leben, was du ja hauptsächlich noch vor dir hast. Insofern kann das ja auch schnell gehen. Und dann natürlich ganz stark über die Arbeit, über die Filme, die hier laufen, die Filme, die hier nicht laufen. Und das, was vielleicht nicht Kino ist und nicht Fußball und in deinem Leben trotzdem wichtig, gibt es ja wahrscheinlich auch noch. Das dürfte zum Beispiel auch die Bühne sein. Ja. Das kommt natürlich bei so einem Festival eigentlich zu kurz. Also wir müssen jetzt nicht biografische Daten, geboren 1957 in Herne und dann auf der Schauspielschule in frühen 80er Jahren in München, in Falkenbergschule. Wissen wir alles, kann man ja auch alles auf Wikipedia nachlesen. Wir wollen wissen, weshalb du überhaupt zur Schauspielschule gegangen bist. Das ist, weil es mir als der normale Weg in diesem Beruf erschien. Also der Entschluss oder der Wunsch, diesen Beruf zu machen, darum geht's eigentlich. Ja. War, ja, ich kenne Jürgen Vogel zum Beispiel, wird nicht müde zu betonen, dass er nie eine Schauspielschule besucht hat. Ich sage ihm dann immer, das sieht man auch. Aber nur Spaß. Nein, ich habe sehr früh Theater gesehen, erst in meiner Heimatstadt, bezeichnenderweise in einem Kino. In Herne, wo ich herkomme, war das Kino die Lichtburg, Spielstätte für die großen Filme, für die große Leinwand und auch Spielstätte für Tourneetheater und das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel. Und da habe ich mich früh für interessiert, weil ich war keine Sportskanone, ich hatte kein Moped, ich musste mir ein Alleinstellungsmerkmal suchen. Vielleicht war es das, dass ich gesagt habe, okay, und dann habe ich mich ja dann erkundigt, da muss man auch die Theater heute lesen, die hatte ich dann auch unterm Arm, wenn man bei Schibo stand und dann eine Tasse Kaffee für 60 Pfennig getrunken hat, nach dem Gymnasium. Und dann habe ich Bochum entdeckt, das Schauspielhaus Bochum, was in diesen Tagen vielleicht die bedeutendste Sprechbühne Europas war. Die Zadek-Jahre mit einem unfassbar guten Ensemble, wo ich immer den Eindruck hatte, mein Gott, das ist ja, die spielen mit einer Leichtigkeit und einem Vergnügen und die Leute freuen sich, die Bude ist voll und dann kriegen die noch Geld dafür, das muss das Paradies sein. Heute weiß ich natürlich, dass es wirklich die schwerste Arbeit ist, diese Leichtigkeit zu erzeugen und auf die Bühne zu bringen. Aber ich glaube,
dass ich damals auf dieser schönen Treppe vor dem Bochumer Schauspielhaus gesessen habe und gesagt habe, das will ich machen, aber wie kommt man dahin? Die Frage konnte mir niemand beantworten, aus meiner Familie, aus meinem Bekanntenkreis nicht. Das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich das entdeckt habe. Also das steht ja jetzt auch nicht ausdrücklich im Theater heute, wie man da hinkommt. Das muss dir ja dann... Ich habe die auch seltenst gelesen. Du hast sie nur getragen. Ist klar. Die Pose war sehr wichtig. Das sage ich Herrn Naschmeier. Jedenfalls muss es ja dann irgendwann also erstens, ich finde ja wirklich spannend dabei, so einen Traum zu haben auf der einen Seite, aber der muss ja verbunden sein auch mit einem Bewusstsein, auch mit einem Selbstbewusstsein, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann das auch, ich will das nicht nur, ich kann das auch. Und manche glauben ja, wenn sie Klassenclown waren, können sie das. Das finde ich ja einen großen Irrtum, das sehen wir ja heute auf den Comedy-Bühnen überall. Aber was war denn dann dafür der Impuls? Also wer hat dir sozusagen das Selbstvertrauen geschenkt oder hat den entscheidenden Satz gesagt? Oder war es gar nicht irgendjemand, warst du selber, war es im Schlaf, wie auch immer? Es klingt blöd, aber vielleicht habe ich es mich tun sehen. Mhm. Ich bin mal mit einer sehr, sehr alten Dame getrennt in Amerika. Die war so klein und hunzlig schon, dass die hatte auf den Pedalen, Bremsekupplung, hatten die ihr solche Holzklötze drauf gemacht, damit sie überhaupt Auto fahren konnte. Und die war auf dem Weg zum Fischerboot von ihrem Sohn und sagt, wir fahren jetzt eine Woche raus, ich muss meinem Sohn helfen. Und die muss so Anfang 80 gewesen sein. Und dann hat sie mich auch gefragt, das war lange vor der Schauspielschule, hat sie gesagt, was willst du denn mal werden? Habe ich gesagt, Schauspieler. Und dann hat sie das gesagt, kannst du das sehen? Kannst du dich sehen, wenn du die Augen schließt, kannst du dich auf der Bühne sehen? Und da habe ich gesagt, ja, durchaus. Und dann sagt sie, dann machst du das auch. Ich habe das nie vergessen. Und so war es. Aber ich hatte auch große Angst vor dem Moment, das überprüfen zu lassen. Dass mir irgendjemand sagt, der mich anschaut, was haben Sie denn vorbereitet, Herr Krohl, zeigen Sie mal. Aha, was soll das denn? Sie machen sich was vor. Da hatte ich auch Angst vor. Darum habe ich Umwege und Pausen und noch nächstes Jahr mache ich es aber. Und da waren Freunde von mir sehr hilfreich, die mir irgendwann gesagt haben, du wirst zum Maulschauspieler. Du bist hier der Schauspieler, aber kein Mensch hat jemals was von dir gesehen. Und jetzt mach doch mal. Es war wirklich ein Abend in Dortmund. Und da habe ich mich hingesetzt, habe mit der Schreibmaschine, die Älteren unter uns wissen noch, was das ist, Bewerbungen geschrieben, wie man das so macht, an alle Schauspielschulen in Deutschland. Wurde eingeladen nach München. Das war der erste Termin, klatsch, bumm, fertig, die wollten mich dann. Also das, was ich gesehen habe, hat tatsächlich stattgefunden. Heute behaupte ich, ich war so gelassen und in Anführungsstrichen virtuos an dem Tag, weil ich überall hin wollte, nur nicht nach München. Ich habe das so als Generalprobe betrachtet. Dann bin ich in die Falle geraten und war dann drei Jahre in München. Das war eine harte Zeit, weit weg von zu Hause. Meine Frau war damals meine Freundin. Die wartete immer in Köln auf mich. Naja, aber es hat sich bestätigt, auch in den drei Ausbildungsjahren gab es schon Momente oder Schauspielschüler-Inszenierungen, wo ich eine gewisse Aufmerksamkeit erregt hatte. Der Start ins Berufsleben dann war eine mittlere Katastrophe. Da sprechen wir gleich drüber. Was mich noch interessiert, hattest du gab es ein bestimmtes Fach, wo du sagst, das ist mein Fach? Es gibt oder gab leider, ist verstorben den wunderbaren Kollegen Ignaz Kirchner. Der hat damals den kennen alle aus Sonnenallee, nachdem in den Strumpfhosen.
Einfach kurz damit. Nochmal? Die kennen aus Sonnenallee denjenigen, der die Strumpfhosen über die Grenze schmuggelt, nur damit ihr ein Bild vor Augen habt von dem Schauspieler. Er hat nicht viel Film gemacht, er war am Burgtheater in Wien. Ich habe ihn kennengelernt, als er an Kammerspielen gespielt hat in München, als ich da auf dem Hinterhof, die Schauspielschule ist über den Hof von dem Münchner Kammerspiel, da habe ich ihn kennengelernt. Und ich habe mir immer angeschaut, was er macht und welche Rollen er spielt und dachte, das könnte dein, damals gab es diesen Terminus noch, Fach, das könnte dein Fach mal werden, ja. Ja. Das war? Komödien haben mich natürlich auch immer interessiert. Also Ignaz war auch eher klein von Statur, er war aber erheblich wütender als ich. Ignaz hatte immer einen Druck und hat gerne zornige Leute gespielt. Und das war etwas, was eher weit von mir weg war. Und darum hat mich das interessiert. Ja? Ich habe natürlich die großen Alten, ich habe neulich gesagt, eigentlich habe ich die großen alten Trinker bewundert, wie Otto Sander und Peter Fitz und Walter Schmiedinger. Diese Generation, das waren Götter für mich. Und die natürlich biografisch begründet, Nachkriegsbiografien, die hatten alle, in Amerika sagt man, die haben Soul. Das war das, was mich an diesen Schauspielern so berührt hat. Die hatten alle eine komödiantische Ader, aber eine unfassbare Tiefe. Da dachte ich, so willst du spielen können. Und du würdest auch sagen, dass das nicht falsch ist, wenn du Schauspieler bist, ein Schauspieler werden willst, ein Schauspieler bleiben willst, Soul zu haben und zu behalten und zu entwickeln. Ich behaupte, es geht nicht ohne. Wenn du die Leute berühren willst. Es gibt sicherlich auch eine technische Seite, eine virtuose Seite. Da muss man lernen, üben. Manche müssen das mehr, manche weniger. Aber das, was du gerade angesprochen hast oder was ich sagte, das ist das Wesentliche, glaube ich. Und wenn ich dich nochmal unterbrechen darf, Lebenserfahrung. Ich habe Leute kennengelernt, die sind vom Gymnasium auf die Schauspielschule ans Theater. Bum, bum, bum. Da habe ich gesagt, was hast du denn sonst noch so gemacht? Nichts. Ich bin Schauspieler. Ja. Ich habe immer das Gefühl gehabt, denen fehlt irgendwas. Die können alle was. Aber mir sind Leute lieber, die auch links und rechts schon was anderes gesehen haben. Ja, das glaube auch, dass man das auf jeden Fall auch anmerkt, wenn jemand spielt, das ist ganz sicher. Ich habe noch ein, zwei technische Fragen, weil man hat ja selten die Gelegenheit, sozusagen darüber zu sprechen. Man redet ja über Filme und über Rollen, aber jetzt rein technische Fragen, das mich zum Beispiel auch immer fasziniert, wenn ich mir vorstelle, wie geht ein Schauspieler auch technisch, aber auch vielleicht über die Seele mit Text um. Also es gibt zwei Dinge. Auf der einen Seite musst du einen Text dir erarbeiten, musst ihn lernen, ganz, ganz pragmatisch. Mhm. Auf der anderen Seite ist ja das Faszinierende, unter anderem am Schauspiel. Und das finde ich, merkt man dann besonders, wenn Schauspieler eben nicht nur spielen, sondern lesen. Und zwar als Auftritt lesen, dass du auch dem Text sozusagen einen Ton noch verleihst. Das eine ist, dass du ihn sozusagen für dich verinnerlicht, das andere ist, dass du ihm einen Ton gibst. Und das würde mich interessieren, wie viel ist dabei Technik, wie viel ist dabei Seele, wie viel ist dabei jeweils ein individueller Angang? Was meinst du? Erstmal gibt es ja eine Auswahl. Man wird ja immer was machen, zu dem man einen Bezug hat. Und je intensiver dieser Bezug ist, desto einfacher ist es, diesen Moment zu kreieren. Beispiel, ich werde im Januar wieder aufnehmen, Der erste Mensch von Albert Camus. Das ist eine Bühnen,
eine Bühnen 90 Minuten Fassung zusammengestrichen von dem letzten Werk von Albert Camus. Und da geht es um, es ist eine ganz biografische Geschichte, ein Junge aus ärmsten Verhältnissen, ohne Vater groß geworden, in einem Analphabetenhaushalt, ist aber hochbegabt und trifft glücklicherweise einen Lehrer, der das erkennt und sich dem annimmt. Und das Ergebnis wissen wir alle, sein Literatur-Nobelpreisträger kommt dabei raus. Und wir erzählen die Geschichte quasi von der, wo er auf der Grundschule ist, bis zum Übergang auf die weiterführende Schule, wo der Lehrer dann für ein Stipendium sorgt und dieser Junge aus unfassbar ärmlichen Verhältnissen kann sich auf den Weg machen. Und das habe ich gelesen und wusste sofort, das hat mit mir zu tun, da sind Berührungspunkte in der Biografie. Obwohl das ist, ich will mich nicht mit jemandem vergleichen, der in den 20er Jahren in Algerien, in heute würde man sagen Slum oder in so einem Stadtteil groß wird. Aber das war auch in meiner Familie nicht selbstverständlich. Ich war der Erste in der Familie, der eine weiterführende Schule besucht hat. Und tatsächlich gab es bei mir auch so einen Lehrer, der an die Haustür geklopft hat und gesagt hat zu meinem Vater, ich muss mal mit Ihnen über Ihren Sohn reden. Das waren die 70er Jahre, SPD, FDP, Bildungsreform, Arbeiterkinder auf die Gymnasien. Das war ein Programm, ein politisches Programm. Ich frage mich manchmal, warum ist sowas heute nicht mehr möglich? Warum kann man das nicht mehr schaffen, zu sagen, wir machen das jetzt mal. Wir müssen gewisse Sachen aufbrechen. Wir können nicht Bildungsghettos etablieren. Das ist ja das, was heute passiert. Ja. Meine Frau ist Lehrerin. Ich habe das jeden Morgen am Frühstückstisch. So. Aber ich hatte Glück. Und es gibt du kannst einige fragen in meiner Generation. Du begegnest denen überall. Sagen, ja, natürlich, war bei mir auch so. Da gab es dann Schüler-BAföG. Die 200 Mark waren irre viel Geld, die dann plötzlich reinkam. Das war alles neu. Und man war, natürlich war man auf dem Gymnasium jemand, der auch so ein bisschen von oben herab betrachtet wurde, weil Professoren oder Lehrer waren da gar nicht so der Meinung, dass das notwendig sei und dass sie das brauchen. Aber du hattest dann zwei, drei Hanseln, die kamen aus deiner Ecke. Das hatte eine Kraft. Du hast dich verbündet. Du warst wer. Auch in und dann und in der Schülerschaft haben sich diese Verhältnisse ganz schnell aufgebrochen. Dadurch konnte ich Leute kennenlernen, die aus dem Bildungsbürgertum kamen, Ärztehaushalte, wo ich dann, aha, das ist ja Joachim Kroll, was macht denn dein Vater? Bergmann. Ach, tatsächlich, ist ja interessant. Ja. Na, wieso ist das interessant? Das ist Bergmann. Ja, mehr gibt es dann, aber mehr Dialog folgt dann auch nicht. Ja, klar. Ja, aber jetzt, das war jetzt so, dass du ein bisschen die Frage noch nicht beantwortet hast. Das war total spannend. Und die Frage war jetzt tatsächlich technisch, also wie eignest du dir einen Text an und wie findest du für dich selber den Ton, mit dem du den Text interpretierst? Erstmal nehme ich den, meistens ist es ja eine, wir reden technisch jetzt. Es ist eine ganze Seite und die ist durchgeschrieben. So, dann nehme ich die Seite erstmal auseinander, Satz für Satz. Wo hört der Gedanke auf? Wo fängt ein neuer Gedanke an? So, betrachte ich für sich und mache das auch im Schriftbild kenntlich, damit das Signal kommt. Dann Betonungen markieren. Erkennen,
wann muss ein Bild entstehen? Wie lang muss die Pause sein, dass der Zuhörer die Zeit hat, das Bild entstehen zu lassen? Und auch Mut zu der Pause zu haben, weil manchmal ist es vielleicht zu lang, dann reißt die Konzentration ab. Oder das ist ein Wechselspiel mit dem Publikum auch. Aber das ist nicht die Vorbereitung, jetzt sind wir schon wieder weiter. Das ist eigentlich alles. Und dann natürlich häufiger, damit man keine Überraschung mehr erlebt beim Lesen. Trotzdem entdeckst du immer neu, das ist faszinierend, du entdeckst immer wieder Aspekte, die dir so nicht ins Auge gesprungen sind, auch wenn es 10-mal gelesen hast. Ja, das ist ja das Wichtige beim Lesen. Ich meine, wenn ich beim Lesen nicht mehr überrascht werde, dann langweile ich mich auch beim Lesen. Ja. Und so geht es wahrscheinlich beim Vorlesen auch. Und das ist schon spannend. Finde ich interessant, wird nicht so oft drüber geredet. Jetzt sind wir aber bei einem Filmfestival, jetzt reden wir über Filme. Also wir haben uns getroffen, damals warst du ja gleich im Wettbewerb der Berlinale. Ich war im selben Wettbewerb, auch aber nur mit einem Gastauftritt, außer Konkurrenz, aber im selben Jahr. Das war deine erste große Kinorolle. Ich glaube, du hast vorher ein paar Sachen gemacht, aber das war ja schon die erste große Kinorolle. Ja. Wie kam es dazu und was hat das für dich alles bedeutet? Also wirklich inklusive des Auftritts in Berlin. Wir können auch anders reden. Von Detlef Buck. Um dem Ganzen nochmal eine Überschrift zu geben, es war ein Glücksmoment, wie man ihn sich nur erträumen kann. Also ich war an einem kleinen Theater am Niederrhein in Moers, meine beiden ersten Berufsjahre waren kreuzunglücklich. Ich wollte eigentlich nur weg von München und nach Hause, also nach Köln. Und dann, ich hätte wohl in Süddeutschland so manches Stadttheater, hätte ich Engagements antreten können, weil man mich da wahrgenommen hatte. Aber oben eben im Westen nicht. Und dadurch kam auch keine Einladung. Und dann saßen wir da und dann gab es die erste Panikmache, Leute, wenn du im Oktober noch keinen Vertrag hast, kannst du dieses Jahr vergessen. Das sind die besten Freunde, die einem sowas sagen. und so war das dann auch. Und dann bin ich an dieses Theater gegangen, unglücklich weggegangen und stand wieder vor dem beruflichen Nichts. Damals hatte ich dann Ulrike Kriener, die vorher an diesem kleinen Theater war, kennengelernt und die sagte, Joachim, ich ziehe nach München und wenn du mal in München bist, komm ich besuchen, vielleicht kann ich was für dich tun. Ich will jetzt mehr Fernsehen machen. Und ich fahre nach München und klingel bei Kriener und Doris Dörri auf derselben Klingel, da wohnten die zusammen. So habe ich Doris kennengelernt. So habe ich ein paar Drehtage bekommen für Fahnder und solche Geschichten. Habe mich da reingewurstelt und man konnte damals von 2 Drehtagen konnte man einen Monat wuppen. Das war okay. Meine Frau hat auch gearbeitet, wir haben keine großen Ansprüche gehabt. So ging aber ging Zeit ins Land. Dann gab es ein Intermezzo am Staatstheater Hannover, da habe ich ein bisschen Theater gespielt, weil ich einer Castingdame, Andorte Brake in München, damals gesagt hat, wenn Sie noch mal sowas machen wie Rote Erde, ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert, ein Ruhrgebietsepos, dann würde ich gerne mitspielen. Und tatsächlich wurde das dann produziert. Und sie konnte mir aber keine Rolle direkt. Ich habe gesagt, ich habe ein Theaterangebot, Hannover, ich verdiene da so und so viel. Wenn du mir dasselbe bietest, frage ich nicht mal, was für eine Rolle das ist. Ich sag dir zu. Sagt sie, nee, sowas mache ich nicht. Spiel Theater. Da war Andorte Braka weg. Zeit vergeht. Es waren wirklich mehr als 5 Jahre. Ich war nicht glücklich mit diesem kleinen Kram. Wir hatten ein Angebot, in Tübingen ans Landestheater zu gehen. Heidi war schon schwanger.
Wir gehen nach Tübingen, Katastrophe, Mieten, furchtbar teuer. Von dieser, dann sagt, ja, die Schauspieler wohnen bei uns alle in einer Wohngemeinschaft. Heidi Schwanger Wohngemeinschaft, niemals, das machen wir. Wir wieder weg von Tübingen. 3 Tage später klingelt das Telefon an Dorte Braker. Ja, Joachim, ich muss dir einen jungen Mann vorstellen, der hat einen Film gemacht, hieß Carniggles, Komödie. Der ist sehr interessant, von dem wird man hören, der will dich kennenlernen, der hat ein tolles Drehbuch. Ja, ich fahre nach München, lerne Detlef Buck kennen. Später habe ich erfahren, dass ein Mitstudent von der Otto-Falkenberg-Schule mich, der an Dorte Braker in Erinnerung gerufen hat. Er hat gesagt, ruf den doch mal an, er kann das. Und wir haben dann ein klassisches Casting gemacht, Probeaufnahmen. Und diese Rolle, ich konnte da so viel mit anfangen. Das hat Spaß gemacht. Es war mehr so ein spielerischer Ansatz. Und ich weiß heute, dass Buck manchmal geguckt hat, was ist los mit dem? Man sagt so, der ist ja wie gespuckt für die Rolle. Ne? So. Und dann waren wir uns relativ schnell einig. Ich hatte aber auch zu dem Zeitpunkt nie die Idee, jetzt machst du Film, jetzt bist du Filmschauspieler. So. Ich habe gedacht, okay, machst den Film und dann gehst du wieder vorsprechen und versuchst an Theater, am liebsten in Köln zu kommen. Das ist schon wieder eine andere Geschichte. Aber ja, dann habe ich diese wunderbaren anderen Charaktere von Wir können auch anders, alle schon in dem Bewusstsein, dass ich die Hauptrolle habe, mitbesetzt. Also ich habe jedes andere Casting mitgemacht, sodass ich vor... Also als Ansprechpartner? Okay. Aber dadurch hatte ich manche Szenen, bevor wir überhaupt die Kamera am Set angeschmissen haben, schon 50, 60 Mal gespielt. Also, und ich habe mir damals auch den Luxus erlaubt, nicht während der Dreharbeiten aus der Rolle auszusteigen. Ich habe in den Pausen beim Essen, ich war immer Kipp. Was auch wunderbare Situation kreiert hat, da gab es Horst Krause, mein dicker Bruder, der wollte immer deftige Sachen essen. Der alte Ossi wollte immer Haxe und sowas. Und wir hatten so ein raffiniertes Catering, das waren Holländer, die haben so feine Sachen gemacht, oder das vegetarische Sachen. Und das war natürlich Feindbild. Und Krause hat die gemobbt. Und eines Morgens stehen wir auf und der Cateringbus ist weg. Da war ein Zettel am Baum, wir können nicht mehr, tschüss. Die war Nacht und Nebel abgereist und wir brauchten aber natürlich Catering. Und da kam eine junge Frau mit einer Gulaschkanone und noch anderen Sachen. Das war Sarah Wiener in ihren Anfängen. Und die hat mir später erzählt, Joachim, ich bin dann wieder nach Berlin gefahren, nach den 3 Tagen, wo ich euch ausgeholfen habe, und habe gesagt, nee, das ist so ein sympathisches Filmteam. Die haben da so einen Jungen, der läuft da rum, macht nichts, packt nirgends mit an, der ist so ein bisschen... Naja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber das ist so sympathisch, dass der da mitmachen darf. Ja, und das warst du. Und in der Zeitung stand auch in einem Drehbericht mit einem Foto, Detlef Buck, Kraus und ich, der Regisseur, der junge Regisseur Detlef Buck mit seinen behinderten Darstellern. Also das. So, also es war... Zum richtigen Moment, ich habe an Dorte Braker später gefragt, wörtlich, an Dorte, warum habe ich all die Jahre nichts von dir gehört? Und sie hat gesagt, weil ich nichts für dich hatte. Weil ich nichts für dich hatte. Ich sage, ich hätte auch mal 3 oder 4 Drehtage brauchen können. Hast du gesagt, nein, für dich brauchte ich das. Und ich kann dir nicht dankbar genug sein, weil das... Plötzlich hatte ich meine Flagge mit 35, die Probe, die Muster hieß das früher, wo man dann die Arbeit des Tages, abends, das hat man noch im Kino gemacht früher, da durften manchmal Schauspieler zugucken, manchmal meistens nicht. Ja. Und da hat eine Produzentin, wie heißt sie denn?
Die hat die gesehen und hat dann wiederum Tom Tykwer auf mich aufmerksam gemacht, weil der für die tödliche Maria sich eingebildet hatte, er müsste Jean-Pierre Léo besetzen. Der war völlig kompliziert, hat dann abgesagt und dann habe ich die Rolle direkt nach dem Wir können auch anders Tödliche Maria gespielt. Und ein Jahr später kommt Sönke mit dem bewegten Mann. Und es sind drei sehr unterschiedliche Filme dabei. Und die Tödliche Maria, da kommen wir natürlich wieder zu Hof, hatte seine Weltpremiere hier in Hof. Genau. Und das war ein großer Abend. Übrigens, sowohl Detlef Buck als auch Tom Tykwer haben eine Zeit lang hier bei uns in der Fußballmannschaft im Tor gestanden. Aber wir wollten nicht über Fußball reden. Wir wollten über die Tödliche Maria reden. Das war dann wirklich die zweite. Und es war natürlich eine andere Rolle, aber eine ganz, ganz, ganz spezielle Figur, von der man eigentlich vorher gar keine Vorstellung hatte fürs Kino. Ich finde es interessant, dass es Jean-Pierre Léo hätte spielen sollen. Da war ja sicherlich auch was dran. Bisschen zu alt vielleicht. Aber interessant. Und vorher die Filme von Tom Tykwer, der hatte vorher schon einige Kurzfilme hier in Hof. Das waren alles so klassische, moderne Beziehungsgeschichten, ja, wo sich halt stundenlang irgendwie gestritten wurde, wer jetzt irgendwie in der Beziehung was zu sagen hat und wo man eigentlich hin will. Und das ist ja eigentlich eine altmodische Geschichte, ein altmodisches Setting, altmodisches Leben, was da auch erzählt wird. Was war das für dich? Wie hast du das verstanden? Ich fand das ganz faszinierend natürlich, weil es so eine ganz andere Welt war, aber so eine eigene Welt, wo ich mir auch vorstelle, dass du auch als Schauspieler diese eigene Welt auch noch für dich mit erfinden musstest. Tom hatte sie sicherlich im Kopf, aber du musstest sie ja da auch noch hinkriegen. Ja, also diese Stimmung, die du beschreibst, dieses Sonderbare war von Anfang an da drauf. Wenn du vom Florian die Pestalozzi-Straße hochgehst, da war rechts ein Lokal, da ist jetzt ein Italiener drin. Er lebt in Berlin und so. Da hat mich Tom Tykwer eingeladen und hat mir den Film erzählt. Und ich denke, dass das exakt 90 Minuten gedauert hat. Ich habe da gesessen und dachte, mein Gott, was ist denn das für... Entweder ist er genial oder ist ein Spinner. Am Ende hat er dann sogar noch gesagt, oh Joachim, kannst du hier die 3 Weißbier von mir bezahlen? Ich habe gar kein Geld mit. Da habe ich gedacht, okay, der versteht was von Filme machen. So geht das. Und es gab überhaupt keine Chance zu sagen, nee, ich spiele das nicht. Und wenn man Tom mal erlebt hat, auch bei der Arbeit am Set, der ist immer 10% mehr als alle anderen. Im Fokus, in der Konzentration, auch in der Aufgeregtheit, die er aber nicht weitergibt, die er für sich behält. Der sieht am Ende einer, also ich habe es dreimal erlebt, am Ende eines Projekts sieht er aus, als hätte jemand so die Flüssigkeit aus ihm der sieht... sieht angestrengt und müde, erschöpft aus, weil er permanent gibt, 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 gibt. Also so habe ich ihn erlebt. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf Tödliche Maria, es gab überhaupt keine, außerdem mein Umfeld, die haben mich ja gefeiert, da kam Sau und Siegte holten, damals hieß es noch Bundesfilmpreis, Theater des Westens, tolle Veranstaltung damals, wo ich sagte, ja, halt mal einen Ball flach, das ist... Ich wusste zudem vorher gar nicht, dass es sowas gibt wie den Deutschen Filmpreis. So, und dann, jetzt kriegst du die nächste Hauptrolle. Wie viel Glück kann man denn haben? Die Faszination für... Dann kam sein Kameramann dazu. Ich dachte, was ist denn das für einer? Der hatte in jungen Jahren schon so eine immer lächelnd, so ein bisschen... Ja, das reine Auge, so... Man fühlte sich immer betrachtet, auch dicke Brille. Ja, stimmt. Und so eine, wenn Tykwer schon wieder vibrierte, war Grieve im Hintergrund, dann hat,
hat sich alles angeschaut und war gefasst. Ja. Frank Riebe, das war der Kameramann, der war übrigens auch zu der Zeit, als Tom in Wuppertal das Kino geleitet hat, sein Vorführer. Und dann haben die mir meine Wohnung präsentiert, wo ich spielen sollte. Ich war ja, heute würde man sagen, ein Nerd, der ein Buch schreibt, eine Enzyklopädie über alles, was jemals geschrieben wurde. Also etwas, was ja gar nicht geht. Weil im Moment, wenn ich eine Seite verfasst habe, sind schon 500 Seiten Weltgeschehen und Literatur und alles Mögliche. Also eine Metapher für die Ewigkeit oder für den Tod, fürs Leben, whatsoever. Und ein bisschen Sisyphus auch, klar. Ja. Und die haben, das war eine Schweizer Truppe, ich habe die Namen nicht präsent, die haben mir da in Kreuzberg, war das glaube ich, eine Wohnung gebaut, wo der natürlich alles sammelt auch, was jemals geschrieben wurde. Er ist umgeben von Zeitungen und Büchern und man konnte nur so durch diese Wohnung gehen. Und ich habe mir das angeschaut und es war alles in Adlershof, in den alten Fernsehstudios der DDR, die sie damals billig bekommen haben. War das einmal die Maria-Wohnung, war da eingebaut und meine waren in einer Originalwohnung eingebaut. Und ich hatte sowas noch nie gesehen. Und ich hatte auch keinen Begriff von diesen Jobs. Das ist ja auch etwas, was ich da gelernt habe. Ich habe ja auf der Schauspielschule für Theater gelernt. Jetzt lerne ich Kameraleute kennen, die sagen immer so und so und so. Und dann kommen welche, die bauen ein Universum in eine Wohnung ein. Und ich habe damals schon gesagt, Jungs und Kinder, das meiste hiervon wird nie jemand sehen. Weil die Kamera hat dann nur auch ein. Aber trotzdem war das für mich, für den Schauspieler, ich war da zu Hause, sofort. Das sprang mich an, die haben voll verstanden, was ich machen sollte und wollte und war da. Dann kam das Casting dazu mit Nina Petri. Wir kannten uns schon aus Köln, sie war da am Theater. Tom hat Nina Petri auf einem anderen Filmfestival in Nordrhein-Westfalen, in Lünen, quasi, sie hat mir das später erzählt, genau so gefangen. Der hat sie gesehen, hat sie kennengelernt, hat gesagt, ich will mit dir, nur mit dir, du bist das. Und dann, ja. Und auf diesem Niveau haben wir angefangen zu arbeiten. Und dann kam aber ein ganz anderer Film. Das ist aber das, ich will, ja. Du sagst die Premiere hier. Das ist ja nun mal wirklich ein Arthouse, ein großer Arthouse-Film, ein finsterer Film, ein Bedrücken, ein Schicksal wird da beschrieben. Der Fenstersturz am Ende, diese magische Musik. Als das letzte Bild war, der Abspann war vorbei. Es war so im Kino. 40 Sekunden können lang sein. Da war nichts an Reaktion. Und wir haben uns angeguckt und gesagt, oh, hier läuft was ganz schief. Und dann kam, aber die Leute brauchten einfach die Zeit. Das war zu viel. Zu viel. Ja, ich habe das damals miterlebt, im alten Zentral noch, links der Kühlschrank stand. Aber das war wirklich ein toller Moment, weil es war klar, der Film ist nicht durchgefallen. Es gab andere, es gibt ja legendäre Vorführungen hier, wo die Leute sozusagen nach der Hälfte des Films alle weg waren und so, alles Mögliche. Aber so war das eben nicht. Die Leute waren da bis zum Schluss und es war einfach Ruhe und die mussten erstmal damit klarkommen, was sie da gesehen haben. Und dass sie es dann mochten, hat sich dann ziemlich lautstark geäußert, finde ich. Das war schön. War schon stark. Der bewegte Mann war dann was ganz anderes. Das war dann die erste so klassische Komödie. Man kann, also natürlich ist, wir können auch anders eine Komödie, aber es ist eben eine ich habe mal auf Detlef Buck hier eine Laudatio gehalten, da habe ich mir gesagt, das ist, sein Genre ist die ostelbische Tragikomödie. Und das ist so ein bisschen das ist der Unterschied natürlich zu einer Geschichte wie der bewegte Mann, damals wirklich sozusagen deutsches Star-Kino mit Till
Und ja, dann kam Sönke, der, dein Landsmann sozusagen, ja, auf dich zu. Ja, ich hatte, wie gesagt, es war ja bam, 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 3 Jahre. So, ja. Und für die tödliche Maria gab es den Bayerischen Filmpreis, ja, der übrigens höher dotiert ist als der Deutsche Filmpreis. Das, naja, wir, also für die Einzelleistungen. Bitte? Für die Einzelleistungen ist er, ja, höher dotiert. Ja. Vielleicht weiß ich schon höher. Vielleicht hatte ich da schon ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, weil ich habe dann, Sönke kam mit diesen, ich kannte den Ralf König übrigens persönlich. Aus Köln? Der, ja, aus Dortmund. Ah. Der ist, das ist wieder eine andere Geschichte, der ist als Travestiekünstler in einer Kneipe aufgetreten, die ich mit Freunden betrieben habe. Die nannten sich die Emscher Sisters. Schön. Und war so eine Playback-Trümmertruppe. Großartig. Und Emscher ist der wichtigere Fluss als die Ruhr. Ja. Und Sönke kommt mit diesen Comics vom Ralf König und sagt, wir wollen einen Film draus machen und du sollst den Norbert Brommer spielen. Und dann habe ich schon überlegt, Moment, du bist im ersten Film, du stotterst, kommst aus dem Heim. Beim zweiten Film bist du ein Nerd, der Sachen schreibt, die man überhaupt nicht schreiben kann und am Ende von einer Frau zerschmettert wird, die aus dem Fenster fällt. Jetzt sollst du Schwulen spielen. Ist das in Ordnung? Was ist das für eine Versammlung? Gefällt dir das? Und dann habe ich mir natürlich erst noch mal die kleinen Haie angeguckt, mhm, von Sönke, der mir großartig gefallen hat. Trotz Jungvogel? Auch die. Na bitte, nimm das nicht ernst. Das war wirklich nur Spaß. Natürlich. Jürgen Vogels Figur hatte übrigens sehr viel mit mir zu tun. Da habe ich eben dran gedacht, ob du den kleinen Hai auch gelesen, ja, hast, als du nach München gegangen, ja, bist. Na klar, ja. Und er kam ja auch in dem Film aus dem Ruhrgebiet, genau, und versteht die Welt nicht, genau, mehr in München. Ja. Das war ein Moment, wo ich dachte, ja, das ist, besser kann man es nicht spielen. Und so, dann war ich überzeugt, dass er da gute Filme machen kann, aber dann, ich weiß es noch wie heute, ich habe gesagt, Sönke, wenn ich das spiele, mir ist es sehr wichtig, wir reden von 1993, mir ist es sehr wichtig, dass kommuniziert wird, dass ich nicht schwul bin. Heute wird man sagen, das ist doch scheißegal. Das war damals nicht scheißegal. Das war, die Schwulenbewegung nahm Fahrt auf. Wir waren zum richtigen Moment am richtigen Ort mit der richtigen Geschichte und die Machart fand ich auch. Ich mag den Film nach wie vor. Ralf König war nicht zufrieden. Für ihn war das nicht radikal, nicht schmutzig genug. Er wäre gerne viel weiter gegangen, so wie er in seinen Comics ja auch, ja, klar, weitergeht. So. Also wie es dann eher dann im Kondom des Grauens später war, da haben sie ein bisschen mehr Gas gegeben, das stimmt. Genau, da war der Udo Samel hat da gespielt, ja, den Kommissar. Ja, aber trotzdem war das jetzt aus dem arthausigsten Arthouse-Film, mhm, ins Hochglanzkino mit Titelseite von der Bravo bis Cinema, was es damals noch gab, und Alarm und plötzlich hat man gemerkt, oh, man kann mit deutschen Filmen sogar Geld verdienen. Also wir waren ja nach dem Loriot-Film und Otto, waren wir die Einzigen, die richtig Kasse gemacht haben. Ich weiß noch, wie heute, wie der Bernd Eichinger durch den Cinedom in Köln getanzt ist mit der Flasche Champagner und immer rief, wir haben einen Mega-Hit, wir haben einen Mega-Hit, wir haben einen Mega-Hit. Joachim Geger, du Arschloch, wir haben einen Mega-Hit, komm her! Und dann Champagner. Der konnte feiern. Aber ja, das waren, und dann gibt es auch schon wieder den Deutschen Filmpreis dafür. Ich war da schon an der Sonne. Aber ich habe das nie für selbstverständlich gehalten. Ich habe dann unzählige Bücher bekommen, wo ich hätte den Schwulen vom Dienst machen können für die nächsten 6, 7 Jahre. Da habe ich gesagt, ja, Kinder, das ist es. Und dann gab es auch 1, 2 Jahre, wo das kann ja nicht sein, dass man jedes Jahr so einen Hit hinlegt. Aber wir wollten Kino machen, definitiv. Ich habe da, wie viele Jahre?
kein Fernsehen gemacht, obwohl Angebote kamen. Es kamen sofort Serienangebote. Wir haben eine Menge Geld zurückgeschmissen damals, bis ich dann irgendwann kam, wie hieß er denn? Brunetti, Venedig. Und da bin ich tatsächlich, weil wir, es war wie so ein Schwur, der auch besonders in Hof immer geschworen wird. Wir machen Kino und wir lassen uns nicht verstrahlen vom Fernsehen. Wir brauchen Fernsehgesichter. Katja, Till, wir brauchen Filmgesichter. So. Und dann irgendwie dachte ich, man muss auch mal ein bisschen Geld verdienen. Und der Junge war da. Und dann bin ich tatsächlich zum Helmut Dietl gegangen und habe gesagt, Helmut, was würdest du davon halten, wenn ich jetzt Fernsehen mache? So, die haben mir eine Reihe angeboten. Und dann Helmut sagte, Joachim, du musst so lange zögern, bis dir nichts mehr einfällt, dass du Nein sagst. Ich sage, wow. Wie soll ich das vor mir begründen, du Werbefuzzi, der hat eine Kohle gemacht. So, und dann bin ich zum Tom gegangen und Tom sagte ganz pragmatisch, und da war ich noch mehr überrascht und richtig platt, Tom sagte, ich weiß schon länger nicht, warum du nicht irgend so einen Scheiß machst. Mach das doch, nimm doch die Kohle mit. Ich sagte, ist das dein Ernst? Wir haben doch immer, wir brauchen Filmgesichter. Ach, mach das. Ja, und dann, das war dann der Einstieg auch ins Fernsehgeschäft, also das dritte Gleis zu befahren. Was aber sozusagen deiner Kinokarriere überhaupt keinen Abbruch getan hat. Das wollte man damals nicht wissen. Und das war auch, glaube ich, schon, das ging dann los, dass es ging. Es gab tatsächlich viel stärker diese Trennung, aber du hast ja dann große Filme gemacht, unter anderem zum Beispiel mit Helmut Dietl. Ja, Rossini. Wo du auch wieder ein Sonderling spielen durftest. Genau. Das kannst du vielleicht aber kurz erzählen, auch wenn der Film hier nicht in der Reihe läuft. Glaub's mir, ich habe dieses Buch lange auf dem Schreibtisch gehabt und ich habe, Heidi wird sich erinnern, ich habe gesagt, die alle sitzen da im Restaurant und super Szenen und ich sitze im Hinterzimmer und stopfe mir Weißbrot in die Ohren und soll ich das machen? Und Heidi, ja natürlich machst du das, das ist Helmut Dietl, guck dir das Ensemble an. Ich sage, naja, ich will das nicht. Heute weiß ich, dass das die heimliche Hauptrolle ist, ja. Weil wann immer ich nicht auf der Leinwand bin, wird über mich geredet. Das ist großartig. Ich gucke in den Film und ich denke, wow, die reden über mich die ganze Zeit. Und dann komme ich mal rein, schieße 3 Pointen ab und gehe wieder. Das war großartige. Das, muss ich sagen, war die großartigste, was die Opulenz angeht und das Verwöhnen von Schauspielern und Schauspieler lieben, was der Helmut Dietl uns da geschenkt hat damals. Unvergesslich. Und jeder, der dabei war, und es waren ja einige, sagt das, wenn man sich so heute mal irgendwo begegnet, weißt du noch. Alle denken an diese Drehzeit mit. Ja. Das war großartig. Ja, ich wollte sagen, es gab natürlich immer mal wieder Kino, aber das Fernsehen hatte seine Fühler ausgestreckt und bis heute, und auch da kann man sehr schöne Sachen machen. Eben, es war jetzt auch nicht so, dass du komplett deine ganze Fernsehgeschichte unter Niveau verbracht hast. Das kann man ja wirklich nicht sagen. Da gibt es tolle Sachen. Und das gab es eben auch. Da gibt es natürlich auch Sachen, die jetzt hier nicht laufen. Aber wo ich sage, das sind auch wirklich außergewöhnliche Sachen. Natürlich die Arbeit mit Jan Bonny, den ich entweder für einen wirklich außergewöhnlich interessanten Regisseur halte, mit dem du zwei Filme, glaube ich, gemacht hast. Fürs Fernsehen, oder waren es sogar mehr? Drei. Über Barbarossa-Platz. Genau. Dann den Polizeiruf mit Matthias Brandt, diese Neonazi-Geschichte. Genau. Und jetzt bin ich in einer Episode von seiner Serie Cable Cash. Ja. Er hat eine fantastische Satire über diese Wirecard-Universum geschrieben. Und da bin ich auch dabei. Jan Bonny ist... Oder Richard Huber mit König von Köln, die Satire über die Herrstadtpleite in Köln. Was für alle Schauspieler, die Rollen, die da geschrieben wurden, waren Geschenke. Da konnte man mal was zeigen. Es gibt natürlich auch Fernsehformate, die sagen, okay, du ziehst eine andere Jacke an, lernst deinen Text anständig.
Und es sind alltägliche Situationen, da ist die Herausforderung nicht besonders groß. Kann aber auch Spaß machen. Dann reden wir aber über die Sachen, die noch mehr Spaß machen, zumal auch den Leuten, die hier anwesend sind, weil sie sie auch noch sehen können. Nämlich hier im Kino. Gloomy Sunday würde ich natürlich auch noch gerne ansprechen. Das war dann nur eine Nominierung, kein Preis. Ja. wo ich sehr traurig war. Ich erinnere mich an den Abend, wo wir in der Trompete anschließend waren und du warst sehr traurig. Da war das war mein Geburtstag. Ich weiß, deswegen waren wir ja feiern. Nicht wegen des Preises, den es nicht gab. Und damit möchte ich gerne von dir nochmal wissen, das war ja auch eine ungewöhnliche Geschichte, ja. Bisschen eine Casablanca-Geschichte, wenn man so ja. will. Hat er ja durchaus Anleihen, nicht nur, weil es auch diesen ungarischen Touch gab und deine Figur, glaube ich, auch noch Laszlo. Hieß sie nicht sogar auch Laszlo? Ich war Laszlo. Du warst Laszlo, eben, ja. genau. Ja. Wie Viktor Laszlo in Casablanca. Also da gab es ja viel. Und das würde ich gerne mal, wie kam das zu dir und was war das für dich für eine Erfahrung? Das war ja nochmal ein anderer Dreh, ein internationaler Dreh und ja. andere Besetzung und andere Art zu arbeiten sicherlich auch. Ja. Ja, das war ein weiterer Glücksfall. Aber damals war ich ja durch die Vorgeschichte schon aufgestellt. Ich will nicht etabliert sagen, aber man kannte mich und so. Und Rolf Schübel, der sich als Spielfilmregisseur überhaupt keinen Namen gemacht hatte, war in enger Zusammenarbeit mit Schöps damals. Ja, Produzent. Ja. Ne, Produzent. Ja. Und die schlichen immer um mich herum und machten so Andeutungen wie, Joachim, wir haben da was. Wir haben da was. Ihr nervt. Lass doch mal lesen und dann reden wir weiter. Aber nicht dieses gar, ja, wir können dir das noch nicht geben, die Ruth Thoma schreibt. Ruth Thoma ist eine Autorin, die hat auch Der Junge muss an die frische Luft geschrieben und Solino und. Hochdekoriert, großartige Autorin. Da war ich schon ein bisschen aufmerksamer und dann habe ich das gelesen und ich war so glücklich, weil das war eine komplette Biografie. Mhm. Das war ein Mann, der mit beiden Beinen auf der Erde stand, ein Restaurant betrieben hat, eine wunderbare Frau hat, glücklich ist mit ihr und in politisch schwierigen Zeiten, in historischer Kostümfilm, kann man ja fast sagen. Ja. Wir sind in den 30er Jahren großartig ausgestattet. Ein Ensemble, Ben Becker, Stefano Dionisi, der damals mit Farinelli weltweit Furore war, glaube ich, Oscar nominiert oder beste ausländische Film und so weiter. Und natürlich Erika Marojan. Und das Ding, als es auf dem Tisch lag und als ich mich, das hatte ein Riesenversprechen von vornherein. Und dann dieser magische Moment, als Erika Marojan die Bühne betrat. Wir haben damals, ich war wieder besetzt und habe auch beim Casting assistiert oder war anspielbar und habe da einen ganzen Tag mit den schönsten und begabtesten Kolleginnen der Republik diverse Szenen gespielt und man konnte sich nicht wirklich entscheiden. Also ich will nicht der einen zu nahe treten, wenn ich sie vergesse. Darum, ich habe bestimmt mit 8, 9 Kolleginnen diese. Und dann hieß es einmal, da kommt noch jemand. Ja, wer denn? Erika Marojan kenne ich nicht. Kennt keiner, kommt aus Ungarn. Aha. Und Sie müssen sich vorstellen, das war eine Riesenhalle, ein Studio. Und da sind diese riesigen Türen, wo man auch große Dinge durchschieben kann für so Bauten. Und in diesen riesigen Türen sind kleine, normale Türen drin. Also das hat ja schon was. Hat was von Bühnenbild. Und wir warten, sie war sogar zu spät. Wir warten alle auf sie, sie war die Letzte. Kann man nicht, wie ein schlechtes Drehbuch. Und plötzlich geht diese Eisentür auf, die kleine, eine Frau mit langen, lockigen, schwarzen Haaren, steckt so nur den Kopf rein und sagt, guten Tag, ich bin Erika, mit einem leichten ungarischen Akzent. Und im selben Moment schlägt da eine Bombe ein in dem Studio. Alle gucken auf diese Tür und wissen, das ist nicht Erika, das ist Ilona.
Also ich habe nie wieder eine Schauspielerin so identisch erlebt, wie sie war für diese Rolle. Ich will ihre Arbeit nicht schmälern, überhaupt nicht. Ja, das kommt noch dazu. Aber sie war es einfach. Sie war es einfach. Und ja, und alle waren auch verliebt in sie. Und dieser Moment ist ja ein Teil der Geschichte. Ja. Ja, und sowas, das hat die ganze Arbeit getragen. Auch. Und natürlich ein Ben Becker in Hochform. Ein Fels in der Brandung, wenn alle durchgedreht sind, war der da für mich und ich für ihn. Der Italiener war ein bisschen fishy, aber Edward Kuczynski, Kameramann, eine Legende, leider auch schon verstorben. Also, ja, und diese, ich habe mich 3 oder 4 Mal mit der Shoah oder mit dem Holocaust-Thema filmisch beschäftigt. Aber das hatte Bedeutung und das habe ich auch lange mit mir, habe ich immer noch dabei. Sebastian Koch als SS-Mann, der dann da... Damals war er darauf noch festgelegt, das hat sich auch ein bisschen geändert. Ja, ganz böse, 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 böse. Großes Erlebnis, diese Arbeit. Eigentlich ist unsere Zeit schon um, aber wir hören noch nicht auf, würde ich mal sagen. Ich würde noch 3 Sachen gerne ansprechen. Das eine ist, da kommen wir, das finde ich, ich glaube, das ist dir auch wahnsinnig wichtig und das ist ja auch eine beeindruckende Performance gewesen. Und es verbindet vor allen Dingen sozusagen deine beiden größten Leidenschaften miteinander, nämlich deine beiden zweit- und drittgrößte Leidenschaft, zur größten kommen wir am Schluss. Wenn wir über You Never Walk Alone sprechen, ist natürlich Theater und Kino, also Mackie Messer. Ja. Da würde ich gerne, und das ist ja eine lange Entstehungsgeschichte gewesen, das ist ein Film über einen Film, der nicht entsteht oder doch entsteht und dabei entsteht und dabei immer ganz viel erzählt, sowohl über Brecht als auch über das Stück selbst und das Stück selber auch noch inszeniert und du oder einen Peachum gibst, der einfach sensationell so nennen ist. Und das hat doch bestimmt einen Riesenspaß gemacht. Ja. Das ist auch wieder ein Regisseur, der vorher nicht durch Spielfilmarbeit bekannt war. Joachim Lang ist ein Bertolt Brecht-Fachmann erster Güte, hat in Augsburg lange das Festival da geleitet und weiß alles über Bertolt Brecht. Und ich habe mich spätestens seit 1989 gefragt, warum gibt es nicht den großen Bertolt Brecht-Film? Weil keine Figur bietet so viel. Der bietet Hochkultur und Boulevard. Der hat Reklame für Autos gemacht, hat sicherlich auch diskutierbare Geschichten mit Frauen gehabt. Unendlich war ein großer Künstler, stand für Ost und stand für West, war in Amerika. Also der Wahnsinn. Und niemand schreibt das Buch. Es gab ein paar Sachen, halbdokumentarisch oder dokumentarisch. Ich habe mich sogar für einen halbdokumentarischen Film von Dr. Heinrich Brittlöhr, so viel Zeit muss sein, beworben als Bertolt Brecht. Hervorragende Fotos gibt es da von mir. Nie dazu gekommen. Dann kommt Joachim Lang vor ein paar Jahren und sagt, ich mache diese Geschichte, von der ich nichts wusste. Mhm. Und ich sage, ja, wofür brauchst du mich denn dann? Ja, der Eidinger macht den Brecht. Ich sage, ja, schön. Ich wäre eh zu alt gewesen. Die Zeit war halt fortgeschritten. Aber Eidinger macht das hervorragend. Und er sagt, du machst den Peachum. Es gibt den Teil meines Films, der sich mehr um die Bühnenfiguren, um die klassischen Theaterfiguren kümmern. Und da brauche ich dich. Und die Michelsen ist deine Frau und das ganze Ensemble. Und da habe ich gesagt, ja, aber die singen. Ja, sag, na klar, singst du, das ist okay, ist kein Problem. Und nimmst. Es war ein
Es war hart, aber es hat sich gelohnt und ich bin irre stolz drauf. Ich hab mir eine Lehrerin gesucht, ich habe wochenlang geübt und dann kam ich ins Studio in Stuttgart, wo das eingesungen werden sollte und ich singe und denke, machst du einen guten Job und dann sagt der, wie hieß er denn, Gruber, Komponist, er sagte, ja Joachim, das ist schon gut, aber wir müssen eine Oktave höher sein. Wir müssen blattgetreu arbeiten. Die Gesellschaft, die Weilgesellschaft, die nichts mit runterschreiben und dann die, ich sage, das sagt ihr mir jetzt. Transponieren verboten. Ich probe wochenlang in meiner Lage und jetzt kommt ihr. Und dann habe ich das versucht. Also, ich dachte, ich bin Kermit der Frosch. Mehr kam da nicht raus. Dann musste ich nochmal zurück und das war richtig, über Wochen ging das. Aber es ist ja belegt, Weil hat das so geschrieben, damit sich die Schauspieler nicht wohlfühlen. Das ist ihm gelungen. Das ist ihm gelungen. Ja, er wollte keine virtuosen, sich wohlfühlenden Sänger auf der Bühne sehen, er wollte Schauspieler sehen, die sich quälen. So, und das haben wir. Aber den zu spielen, ist natürlich. Und dann diese Ausstattung, diese Filmausstattung, ja, diesen Saal. Ich kam da, wo war das? Im Schwäbischen, irgendwo eine uralte Schmiede, die stand seit Jahrzehnten leer, diese Halle, mit uralten Maschinen. Und die haben sich inspirieren lassen von großen Räumen aus Schachtanlagen und Bergwerken im Ruhrgebiet, aus den Kauen, wo dann diese Kostüme hingen unter der Decke und ich habe diesen Saal betreten, der war ungefähr 6-mal so groß wie das hier. Uch, dreckig, kalt, aber so ausgestattet, dass man dachte, ja, so war London früher. Da war London im Schwabenland und dann, ja, toll, toll. Ja, und auch diese Klammer Film und Theater wieder mal zu schließen, das hat großen Spaß gemacht. Jetzt mit einem kleinen Moment, ich glaube gar nicht so unangenehm, weil ich bin ja, weiß ja jetzt auch, wie es ist, Opa zu sein und wir müssen einmal zur Opa-Rolle kommen, ganz kurz, ja, bevor, ja, bevor wir nochmal zu anderen kommen. Das ist ja sagen auch schon nochmal ein Schritt, ich meine, ja. Das ist letztlich auch im Leben passiert und gehört es dazu und es ist aber nochmal wirklich, glaube ich, was gewesen, was dich, also was erstens natürlich unglaublich authentisch ist. Ich meine, das ist der Titelgeber sozusagen und es ist wirklich eine Figur, die man in jeder Sekunde glaubt, weil der Junge muss an die frische Luft. Und es ist natürlich, wie gesagt, es ist halt mal eine Opa-Rolle jetzt. Und musste ja mal kommen. Opa Willi. Hast du da einen Moment gezögert? Nö. Nein, eigentlich wie soll ich das sagen? Ich war ja nie in der Verlegenheit zu sagen, oh mein Gott, ich war der jugendliche Held und jetzt komme ich in die Jahre. Ja. Ich muss die Lederjacke ausziehen, was sollen die Leute sagen? Das war ja nie mein Problem. Ja. Und vielleicht habe ich sogar zugepackt, weil ich dachte, das ist eine Chance, diesen Moment zu etablieren, bevor die Caster sagen, jetzt ist er zu alt. Nee, dann spielst du halt eine Rolle, wo du sagst, nee, ich bin nicht so alt, ich bin nur reif für die Rolle. Ja, aber, ja, und was du sagst, authentisch, da im Ruhrgebiet, der Happe Kerkeling ist ja gerade mal 5-6 Jahre älter als jünger als ich. Das war mir ja alles vertraut und bekannt. Und dann gab es ja noch andere, Kriegeskotte, ich bin mit Namen so schwach, etliche Kollegen auch aus unserem Biotop, das war klasse. Und der Junge war natürlich ein Geschenk des Himmels. Ja. Und jetzt bin ich schon wieder Opa, jetzt bin ich Opa Gerd bei Marc Rotemund. Da schließt sich schon wieder eine Klammer von Rossini, da war der Marc Rotemund Assistent, haben wir das schon gesagt gerade? Nee. Und der macht jetzt Regie meiner nicht verwandten Geschichte, aber es geht auch um einen Jungen, einen Asperger-Autisten, der Fußballfan werden will, sich aber nicht entscheiden kann, wofür. Und dann kommt sein Vater mit ihm gemeinsam auf die Idee, dann gucken wir uns halt alle Vereine an.
in der ersten, zweiten und dritten Liga. Und die haben sich tatsächlich auf den, das beruht auf einer wahren Geschichte, die haben sich auf den Weg gemacht und sind seitdem fast jedes Wochenende irgendwo. Und das ist für so einen Menschen wie der Junge mit dem Asperger-Autismus. Ist nicht gerade sehr kontaktfreudiger Mensch. Ja, eben. Das ist immer eine permanente Therapie, ja. die leben miteinander, was ihnen auch gemeinsame Zeit verschafft und ja. so. Und da aufgrund dieser Erzählung, die der Vater in einem Buch zusammengefasst hat, wird jetzt ein Film gedreht. Und da bin ich auch der Großvater, der viel Ahnung von Fußball hat. Ja. Deswegen hast du ja auch die Hauptrolle, nicht nur deswegen natürlich, hast du auch das seltene Privileg, die Hauptrolle in einem Dokumentarfilm zu spielen, der gar nicht von dir handelt. Das gibt es, glaube ich, sonst überhaupt nicht. Ich glaube, das hast jetzt auch nur du als Alleinstellungsmerkmal. Also du hast die Hauptrolle in diesem Film spielt ein Lied, eine Fußballhymne, die mit Fußball nichts zu tun hat, wie du nicht müde wirst zu sagen, das ist doch egal. Die ganz woanders herkommt, nämlich auch wieder, sind wir wieder in Ungarn, ja, also in einem Musical von Ferenc Molnár, Lilium. Bei Lilium sehe ich sofort den langen Film von 34 und wie hieß der französische Schauspieler, der da die Hauptrolle gespielt hat? Kannst du mir helfen? Lilium, ein Franzose war das. Hat er ja in Paris gedreht, da war er ja schon im Exil. Egal, jedenfalls hatte der so einen gestreiften Ringelpulli Kappe. An. Und das. Kappe? Nee, nicht Kappe. Nee. Dem hätte der Ringelpulli nicht gepasst. Aber ich komme gleich noch drauf. Er war auch mal jung. Aber jedenfalls, und das wird halt die große Fußballhymne You Never Walk Alone. Und das ist ein Film über dieses Lied. Aber wie gesagt, durch den Film führst du. Und das war doch, glaube ich, auch noch mal ein ganz besonders emotionales Erlebnis auch, oder? Wieder ein Glücksfall. Ich mache eine kleine Fernsehreihe mit meinem Freund Vincent Moissonnier über Winzer in Frankreich für Arte. Wir fahren durch Frankreich und besuchen verrückte Winzer, die außergewöhnliche Sachen machen. Sie glauben, das wäre Urlaub gewesen. Nein, es war harte Arbeit, aber wir haben auch hin und wieder ein Glas Wein getrunken. So, zu wissen, worüber wir reden. Und ich sitze irgendwann mit dem Produzenten im Auto und er sagt, Joachim, entschuldige mal, ich muss mal telefonieren, macht seine Sprechanlage an und ich sitze dann da und wir fahren durch Köln und er telefoniert mit jemandem und sagt, ja, und dann machen wir doch diese Geschichte mit dem Song von Gary and the Pacemakers, You Never Walk Alone. Weißt du ja, das ist ganz verrückt, wo das herkommt. Da kann man eine tolle Dokumentargeschichte machen und das werden wir jetzt als nächstes anpacken. Und legt auf und ich sage, Moment mal, André Schäfer ist das. Und ich sage, was machst du da? Ja, wir machen Filme über, ich sage, und wie willst du einen Erzähler oder gehst du dann ins Studio, hast du einen Off-Text oder wie? Ja, weiß ich noch nicht. Ich sage, hör mal, wo muss ich unterschreiben? Und dann guckt er mich an und sagt, ja, du hast recht, tatsächlich, da, lass uns mal weiterspinnen. Und so ist das gekommen, dass ich dieser aberwitzigen Geschichte in Person gefolgt bin. Also die Geschichte von You'll Never Walk Alone beginnt in Budapest in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts und endet eigentlich nie, ja. weil dieses Lied zu, was allerdings erst später entstanden ist in diesem Zusammenhang, zu der Weltfußballhymne gebracht hat, die mittlerweile in Schottland, in Liverpool sowieso, da ist es passiert, in Dortmund, in Mainz, in Glasgow, sogar in Tokio singen die das Lied jetzt. Vielleicht kriege ich eine Kurzfassung hin, haben wir so viel Zeit noch? Ja, wir noch keiner gehen, dann bleiben wir noch. Also ein Erfolgskomödienautor in Budapest, Ferenc Molnár, ein Bohemien, ein Kaffeehaus-Gigant, ein Frauenliebhaber. Hätte in deinem Café in Cloumy-Sandé sitzen können. Bitte? Hätte in deinem Café in Cloumy-Sandé immer sitzen können.
Hätte. Ja. Ja, 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 ja. Genau, er war Kunde gewesen. Und hat aber auch eine dunkle Seite, was die Frauen angeht, und will dieses Thema behandeln und schreibt ein Stück darüber, Lilium, über einen Mann, der ganz aberwitzige Konstruktion, der ein Verbrechen begeht und sich dabei selber entleibt, um der Verhaftung zu entgehen und so weiter, in den Himmel kommt, dann quasi Bewährung kriegt, wieder auf die Erde darf, seiner Tochter, die es mittlerweile gibt, und seiner damaligen Frau begegnet, aber sie wieder schlecht behandelt und dafür wieder dann zurück muss in so. Und es gibt dieses Stück in Budapest, und die Leute wollen es nicht sehen, die wollen die Komödien von Molnár sehen, der Privatkram ist denen wurscht, das interessiert die, so wie die Leute nur eben sind. Und es fällt krachend durch in Budapest. Ein Freund sieht das, liest das Stück, transportiert die Geschichte nach Wien, und in Wien schlägt das ein wie eine Bombe, ein gigantischer Erfolg. Es wird überall gespielt. Dann die Geschichte, wir wissen, was passiert in den 30er Jahren. Molnár muss auch fliehen, geht nach New York. Gershwin, andere hohe, großartige Musiker sehen den Stoff und erkennen das Musical-Potenzial, wollen das abkaufen. Molnár sagt, nee, ich mach das nicht, das interessiert mich nicht, das Genre. Später hat er Geldprobleme, verkauft es doch. Es wird ein Riesenhit am Broadway als Musical und es werden Songs dazu komponiert und ein Song davon ist You'll Never Walk Alone. Hollywood sieht diesen Erfolg am Broadway, sagt, dann machen wir einen Film raus für die ganze Welt. Frank Sinatra sagt die Rolle ab. Ich weiß nicht, wer sie dann gespielt hat. Es wird ein einigermaßen großer Welterfolg. Irgendwann regnet es, wie überraschend, in Liverpool. Ein Rockmusiker, sehr erfolgreich, will sich Stan Laurel und Oliver Hardy Filme angucken, geht ins Kino, das ist ein Non-Stop-Kino, schläft ein, wird wieder wach, und es läuft Carousel, so heißt Lilium jetzt als Film, und hört You'll Never Walk Alone. Steht auf, geht auf die Bandprobe und sagt seinen Jungs, wir als nächstes machen wir eine Ballade. Die sagen, was machen wir? Ballade, wir machen You'll Never Walk Alone. Platz 1 der Hitparade. Damals wurden im Stadion von dem Old Trafford wurden immer die Top 10 gespielt vor dem Kickoff. Und You'll Never Walk Alone war Platz 1 und wurde immer mitgesungen. Irgendwann ist es raus aus der Hitparade. Die Fans hören aber nicht mehr auf, das vor dem Kickoff zu singen. Und so etabliert sich dieser Song in Liverpool und geht auf die Reise um die ganze Welt. Und wir sind wirklich überall hingereist und haben Leute getroffen. Ich habe noch jemanden getroffen, der Ferenc Molnár persönlich gekannt hat als kleiner Junge, der unterm Tisch saß, wenn er Zigarre geraucht hat und philosophiert hat. Wir waren am Burgtheater, Marvi Hörbiger, die gespielt hat, Lilium. Und mein Gott, ich war bei Jürgen Klopp in Liverpool. Wir haben über diese Magie, die jedes Mal spürbar ist im Stadion gesprochen. Und. Mein Gott, wo waren wir überhaupt? Wir waren in meinem Heimatstadion in Herne, haben mit Hans Tilkowski gesprochen, ist aber leider rausgeflogen aus dem Film. Und. Also ein Riesengeschenk mal wieder. So, und damit, wir müssen jetzt leider aufhören, aber damit diese Hymne nicht ganz umsonst gesungen worden ist, möchte ich Sie doch alle bitten, uns auch nicht irgendwo allein walken zu lassen. Kommen Sie morgen um 10:30 bitte zur Freien Turnerschaft Theresienstein und feuern die Mannschaft FC Hofer Filmtage an. Dankeschön. You Never Walk Alone. Vielen, vielen, vielen Dank, Joachim, für die tolle Geschichte. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Dankeschön.